Stevenson war, ich kannte ihn leider nicht. Er muss eine larger-than-life-Figure gewesen sein. Ein unglaublich eleganter, bescheidener, kluger, belesener Mann. Hat ganz bescheiden gelebt, aber ein herausragender Pianist. Und er war eben ein großer Komponist. Die Sowjetunion war eine Idee, die Ronald Stevenson ideell, kulturell wichtig und nah war. Stevenson hat Schostakowitsch getroffen in Edinburgh und hat ihm dieses Stück geschenkt mit Anfang der 60er Jahre. Das ist ein weltumspannendes Weltwerk. Hier jetzt irgendwie zu sitzen und zu denken, oh wow, ich habe es aufgenommen. Cool, ich konnte es aufnehmen. Und dann in der Kombination. Und dann, das ist schon ziemlich befriedigend, muss ich sagen.